I don't want to discuss a specific coin. Leute, was geht ab, Leute, um hier? Discuss like a general kind of crypto market that's also absolutely okay. AMA auf Twitter mit Dr. Julian Voss. Hör ich mir gerade an. Talk about what do I think about Bitcoin. Danach gehe ich, glaube ich, kurz Fitness ein bisschen Fahrrad fahren und nebenbei ein paar Sachen schreiben, E-Mails beantworten, Leuten schreiben, Woche planen. Yeah. Und dann gehe ich einen Bierpunkt-Tisch kaufen für die Jungs. Richtig unnötig, aber hey. Freezer Money ist am Start. Ja, ich war fleißig auf dem Fahrrad und habe endlich ein paar Sachen erledigt. Zum Beispiel endlich meine AirPods mir bestellt und jetzt abgeholt. Auch mit meiner Steueranwältin, was auch immer, geschrieben. Also eigentlich habe ich einen Typ, Dr. Philipp Hornung, aber der hat uns weitergeleitet an irgendeine andere. Mit der bin ich jetzt in Kontakt und ja, der ist, glaube ich, überlastet. Und das taugt uns natürlich nicht, weil wir wollten direkt zu Philipp Hornung, weil der so gut ist. Und jetzt fühlen wir uns preis-leistungstechnisch da nicht ganz zufrieden. Bargisch hat auch schon gesagt, ja, aktuelle Lage dort nicht so geil, wie wir es gedacht hatten. Keine Ahnung, er hat wahrscheinlich zu viele Aufträge angenommen und zu viele Kunden. Und wie ist das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir da echt nicht zufrieden bisher. Und auch jetzt, also sie hat vor einem Monat was geschrieben, das habe ich euch, glaube ich, erzählt. Und sie meinte vor einem Monat in der E-Mail, die ich ihr beantwortet hatte, ja, dass sie noch ein paar Rückfragen hat und sich melden wird, am selben Tag noch. Und das ist ein Monat her. Ich habe halt so gefragt, hey, passt alles, wie sieht es eigentlich aus, weil sie hatten ja noch Rückfragen und so. Sie meinte, ja, sie ist im Stress, sie muss jetzt erstmal alles für alle Steuerbescheide, Einkommenssteuererklärung und dies, das, für die Kunden für 2019 machen und ich bin ja 2020, das hat noch Zeit und wenn sie das fertig hat, dann hat sie sozusagen wieder Zeit für mich und ja, also ja, was soll ich sonst machen? Ich kann ja nur warten, bis sie wieder Zeit hat, also die scheinen im Stress zu sein. Hauptsache am Ende des Tages wird unser Ding gut gemacht und wir müssen so wenig Steuern wie möglich zahlen. Alle sind gespannt auf diese, auf das. Ihr, ich, wir. Schauen wir mal, schauen wir mal. Red Cup Shop. Ich glaube, es ist schon zu spät. Nee? Ja. Oh, weiß ich gar nicht. Ah, bis 18.30 Uhr. Eigentlich könnte ich essen und dann hier noch vorbeischauen. Ihr wisst, hier. Bierpunkt für die Jungs. Was kostet sowas überhaupt? Ich habe gerade online geschaut. Solche, so klasse Sachen haben die gar nicht. Also das kann ich auch von irgendeinem 0815 Händler kaufen. Die hatten sogar nicht mal mehr gute Cups und Bälle. Das war alles ausverkauft. Also um die 80 Euro hat es am Tisch gekostet. Gesamt wahrscheinlich 100 mit allem Bälle und Cups und so. Also echt kein Thema. Können wir schon holen, auch wenn wir das vielleicht ein bis zweimal spielen werden. Hab da kurz vorbeigeschaut, weil ich wollte hier essen, also kein Problem. Salmon Sushi bin ich, Leute. Den wollte ich schon länger abchecken. Wir haben mittlerweile 4-5 Locations hier. Hipsterladen, Alter. Ihr wisst gar nicht, was ich bestellt habe. Das waren irgendwie für 6 Stück Sushi 21 Euro. Cash flow regelt, aber Digga, was ist das für ein Preis, Mann? Das ist ja. Alter, das ist pro Stück gerechnet, das ist, glaube ich, teurer als Steffen Enster, Mann. Der wird Steffen Enster anders kosten. Aber schaut mal, das hier. Das hatte ich sogar schon mal, das ist echt heftig. Oktopus, kranke Vorspeise, Mann. Also das kann man sich gönnen. Diese Sushi für 21 Euro. Wir werden sehen. Okay, das ist krank. Frittierter Oktopus. Boah, was habe ich hier bekommen, Mann? Ich habe eigentlich bestellt Pork Belly Bowl, also Shrine Bowl mit Reis. Ich denke mir so richtig nur normal, Standard Asian mäßig, so richtig saftig, bisschen Reis, bisschen Shrine Bowl.
Und dann gehe ich so eine Hipster-Bowl, Mann. Wahrscheinlich sind hier so zwei Stücke Fleisch drin und sonst ist es voll gefüllt mit diesen Hipster-Gemüse-Zeugs. Fuck. Ich hatte mich so auf normalen Reis mit Schweinebauch gefreut, Mann. Dann kommt sowas, Digga. Also darauf habe ich mich gefreut. Saftigen Schweinebauch, Mann. Also an sich gut. Das Problem ist halt, das war's. Dieses kleine Stück, der Rest ist gefüllt mit diesem Hipster-Zeugs. Drunter ist noch Reis. Bruh. How fucking sad is this? Aber an sich ist lecker, das Teil. Schön zart. Schaut es euch nochmal an. Der Trüffel, ja. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Klatsch mir den Schmarrn drauf einfach. Und dann teuer machen. Nee. Taugt mir nicht. Wasted money, man. Anders wasted, man. Anders wasted hier. Präsentation top. Geschmacklich mit dem Trüffel nicht mein Ding, Mann. Aber an sich Sushi schon fresh. An sich sehr lecker. Nur auf den Trüffel kann ich verzichten. Also ich muss sagen, ich habe mich an den Trüffelgeschmack gewöhnt. Die ersten zwei, drei Stücke. Bisschen überwältigend, bisschen zu stark. Aber mittlerweile, was mir auch gefällt, oben die Kürbiskerne, die gerösteten. Eigentlich würde ich mich empfehlen. Vor allem nicht für den Preis, oder? Die Bowl war am Ende gar nicht so schlecht, weil da waren auch Hackfleisch unter das Reis gemischt. Aber Süßkartoffeln und Yams taugen mir so gar nicht. Nicht mein Ding. Naja, groß und ganzen nicht so schlechter Laden. Ein bisschen überteuert, aber für so Hipster, die ein bisschen mehr zahlen wollen. Das klingt so komisch, das klingt so abwertend, sorry, das soll gar nicht so gemein klingen, aber ihr wisst, für das Klientel, das gerne solche Sachen isst, dann geschmacklich war es gut. Nächster Morgen, ihr seht, die funktioniert super, Verbindung super leicht, super softig, Alter. Essen war okay, kann man schon empfehlen. Training am Abend, also wir haben es gemacht, Bargisch hat seinen Test vergessen. Leidend, jetzt ist der ganze Plan, Trainingsplan durcheinander. Jetzt sind wir nicht mehr synchron. Bierpunkttisch habe ich geholt. Hat 80 Euro, glaube ich, kostet 85, irgendwie sowas mit, inklusive Bälle, inklusive Becher von Amazon oder so. Freitag, Primetime. Oh, und ein neues Rapper-Produkt ist unterwegs, das kommt heute oder morgen an.
Das habe ich euch gar nicht erzählt. Das war, da haben die uns wieder angeschrieben. Das ist dieselbe Marketingagentur, Social Media Agentur, die sich um Brati gekümmert hat. Und wenn man einmal gleich im Verteiler ist, glaube ich, dann kriegt man da immer was. Und die haben ja, haben mich letztens angefragt und hier, klar, habe ich gesagt, test mal gerne. Und das ist, kommt die Tage an. Also, ja, ich bin gespannt drauf. Freut mich immer. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Visa ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin oder DFI. Cashflow geht in der Gehen. Serious Business und ciao.